Wie wird die Aronie-Ernte 2019? Nachdem die Aronie-Blüte nun circa 10 Tage vorbei ist, kann man schon ansatzweise erkennen, wie die Ernte 2019 ausfallen wird. Und zwar kann man hier schon sehr gut den Fruchtansatz sehen. Wir hatten während der Blütezeit Nachtfrost, es waren die Eisheiligen in diesem Zeitraum. Trotzdem kann man sehen, dass die Aronia-Pflanze keine Frostschäden davon getragen hat, wie ich in einem anderen Video auch schon mal erklärt habe. Dieses Video verlinke ich auch nochmal unter diesem Video in der Videobeschreibung. Ja, man kann hier eben sehen, dass die Aronia jetzt inzwischen nach der Blüte die Früchte bildet. Die Früchte müssen dann circa 3 Monate reifen. Das heißt, der Erntezeitpunkt wird so Mitte Richtung Ende August sein, vermutlich aber schon Mitte August. Im letzten Jahr 2018 hatten wir die Aronia-Ernte bereits Anfang August, weil wir eben einen sehr warmen und trockenen Sommer hatten. Und ja, wie gesagt, hier eben zu sehen, das ist ein Stamm, ein Aronia-Stamm mit einer kleinen Krone. Allein an dieser Krone werden schätzungsweise, ja, 1,5 Kilo Früchte hängen. Das heißt, dieser Baum hat dann eine große Last zu tragen, muss entsprechend gestützt werden. Und ja, das ist ja auch nicht so die übliche Herangehensweise, sage ich mal, Aronia auf Stamm. Normalerweise ist Aronia ja eben Strauch, so wie hier links im Bild zu sehen, direkt daneben. An diesem Strauch hier hatten wir im letzten Jahr über 9 Kilo Früchte. Das ist auch der erste Strauch, der erste Aronia-Strauch, den ich mir damals mal zugelegt habe. Der ist jetzt ungefähr 10 Jahre alt und auch hier zu sehen, wunderschön der Fruchtansatz. Das gleiche setzt sich fort hier auf unserer Musterfläche. Da kann man eben auch sehr gut sehen, die hat auch sehr intensiv geblüht. Und auch hier ist natürlich zu erkennen, dass das Aronia-Jahr 2019 ein sehr ergiebiges Jahr werden wird. Man kann hier auch sehen an den Pflanzen, alles hängt komplett voll mit Fruchtansatz. Bei Aronia ist es eben so, direkt nach der Blüte bildet die Aronia-Pflanze dann eben schon den Fruchtansatz, der jetzt in den nächsten Wochen immer größer wird, sich verfärbt, bis die Beere dann im August richtig tief schwarz ist und auch erst zu diesem Zeitpunkt dann, wenn die Beere richtig reif ist, geerntet werden kann. Hier auch nochmal der Hinweis, das ist auch der häufigste Fehler, den die Leute machen. Die Aronia-Beere wird einfach zu früh geerntet. Im Vergleich zur Blaubeere ist die Aronia-Beere optisch relativ früh reif. Das täuscht aber, die Beere muss, selbst wenn sie schon tief schwarz ist, noch ungefähr 4 Wochen reifen. Man kann das Ganze dann testen, indem man die Beere halbiert und das innere Fruchtfleisch muss dann genauso dunkel sein wie außen die Schale. Wenn Sie noch Verarbeitungsmöglichkeiten suchen, wir haben für Sie 50 kostenlose Aronia-Rezepte. Den Link zu diesen Rezepten, die können Sie sich runterladen, finden Sie unter diesem Video in der Videobeschreibung. Und ja, wenn Sie mal eine Idee davon haben möchten, was man so aus der Aronia-Beere alles herstellen kann, dann sind Sie recht herzlich eingeladen, uns hier zu besuchen in unserem Aronia-Hofladen und Hofcafé in Schwarmstedt. Alle weiteren Informationen zu unserem Geschäft finden Sie auch unter diesem Video in der Videobeschreibung. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Gerne können Sie unseren Kanal auch abonnieren, damit Sie in Zukunft kein neues Video mehr verpassen. Vielen Dank.